Hallo Leute, Takeo hier. Durch den Patch Ein Fehler im System sind wir Spieler in der Lage, ein paar Sammlungen abzuschließen, die uns am Ende mit einer wertvollen 32 Platztasche belohnen. Dieses Video soll euch als Guide dienen, damit ihr sie euch schnell verdienen könnt. Zudem spendiert ArenaNet zusätzliche 800 Edelsteine, die ihr gewinnen könnt, sofern ihr Abonnent seid und unter diesem Video einen Kommentar hinterlasst. Als erstes müsst ihr die Episode Ein Fehler im System durchspielen, das heißt die letzte Mission, den Sturmangriff, abschließen. Beim Abschluss bekommt ihr nämlich die 20 Platztasche, das einfache Eumakan-Bandelier, welche nun durch die erste freigeschaltete Sammlung, dauerhafte Bande, woher wir kommen, aufgewertet werden kann. Dazu begeben wir uns im ersten Schritt zur Wegmarke Atolma im Eumakan-Lager und sprechen etwas südlich beim Tor mit dem kleinen Char Effi. Dieser gibt uns dann den Gegenstand, wir tragen ihren Verlust gemeinsam. Nun könnt ihr euch nach Norden den Strand entlang aufmachen und in einer kleinen Hütte dann mit Wissenshüterin Rosan sprechen, um Wir singen ihre Geschichte zu bekommen. Den Strand entlang wieder zurück ins Lager, stoßen wir dann auf Marlin, der die Reittierrennen organisiert, und dieser gibt euch dann Gelächter im Wind für die Sammlung. Nun müsst ihr aus dem nördlichen Tor hinauslaufen und dann anschließend den Hügel vor euch bis ganz nach oben springen. Das geht natürlich gerade mit dem Springer und dem Greifen sehr gut. Oben angekommen könnt ihr mit Evin sprechen und euch seine Geschichte anhören. Sprecht dazu die vier Steinhaufen auf dem Plateau an und Evin wird euch dann die Geschichten dazu erzählen. Nun könnt ihr erneut mit Evin sprechen und ihn fragen, was er einem Jungen aus dem Dorf sagen würde, welches seine Eltern verloren hat. Dadurch bekommt ihr dann das Gute, das wir im Leben tun. Dreht euch nun um und steigt auf eurem Schakal, um durch das Sandportal südlich des Plateaus zu springen. Dieses führt euch dann auf die Inquisitorbasis, wo ihr erstmal die gegnerischen Golems beseitigen könnt. Steigt hier auf euren Greif und fliegt dann Richtung Südwesten. Euer Ziel ist das nächste Sandportal im Würfel vor euch. Dort angekommen könnt ihr dann mit eurem Schakal hindurchspringen, um dann an das Eumakan-Liederbuch zu kommen. Dadurch ist der erste Teil der Sammlung schon abgeschlossen und ihr bekommt das handgewebte Eumakan-Bandelier mit 24 Plätzen und die nächste Sammlung, dauerhafte Bande, was wir hier machen. Zu Beginn begeben wir uns wieder zurück zur Wegmarke Atolma und sprechen erneut mit Efi für den Gegenstand der Sturm, der alles verzehrt. Nun müssen wir zwei Kopfgelder in Atolma machen. Hier empfiehlt es sich auch immer, das LFG-Tool nach der entsprechenden Gruppe zu suchen, damit ihr diese Kopfgelder einfach schneller abschließen könnt. Als erstes besiegt den alten Steinhuf für seinen Gegenstand Steinhuf vom alten Steinhuf. Kopfgeld Nummer 2 ist dann der KK Eisenmuschel für den Gegenstand Muschelfragment von Eisenmuschel. Nun müsst ihr das aufziehende Sturm-Meta-Event abschließen, welches im Eumakan-Lager startet. Für das Pre-Event bezwingt die außer Kontrolle geratenen Elementare, müsst ihr drei Elementaransammlungen besiegen, die jeweils im westlichen, nördlichen
und östlichen Teil oberhalb vom Eumakan-Lager zu finden sind. Beim Eventabschluss bekommt ihr dann den künstlichen Diamanten für die Sammlung. Nun könnt ihr im Prinzip gleich mit dem Meta-Event weitermachen und die ältesten Eumakan auf ihrer Reise zum Kampf gegen den Djinn Zohakan unterstützen. Am Ende werden sie dann den Zugang zu einer Höhle öffnen, wo ihr euch Zohakan stellen könnt. Solange ihr ihn direkt im Nahkampf angreift, kann euch während dem Kampf eigentlich auch nichts passieren und am Ende bekommt ihr dann die zersprungene Vase für die Sammlung. Lauft nun östlich aus der Höhle hinaus und interagiert mit dem Baum vor euch für den Gegenstand Baum von Nakis und Zohakan. Da ihr nun Zohakan besiegt habt, werden zusätzliche Ressourcen an den Strand gespült, unter anderem auch unheimliches Treibholz, welches ihr für den Gegenstand lumineszierenden Seetang abbauen könnt. Solltet ihr am Strand entlang kein Glück haben, dann könnt ihr auch etwas weiter im Norden bei den Jagdgründen nach dem unheimlichen Treibholz Ausschau halten. Das wird anscheinend sehr weit hineingespült in das Gebiet. Den letzten Gegenstand in Questurhandbuch über cholerische Elementarenergie für die zweite Sammlung bekommen wir dann vom Herzchen-NPC Forscher Tail im südöstlichen Teil der Karte für 10.500 Karma und 25 Difluoridkristalle. Dadurch haben wir Sammlung Nummer 2 abgeschlossen und bekommen ein taschenbesetztes Eumakan-Bandelier mit 28 Plätzen und die letzte Sammlung dauerhafte Bande, was nun folgt. Dazu begeben wir uns dann ein vorletztes Mal zur Wegmarke Atolma, um mit Efi zu sprechen und um den Gegenstand Hoffnung auf das Morgen zu bekommen. Nun müssen wir in Atolma das legendäre Kopfgeldziel Sternrufe besiegen, um an die Sternrufer Ätherdrüse zu kommen. Im Südosten der Karte bei der Wegmarke Anjogellager können wir dann das zweite legendäre Kopfgeldziel Zeneb der Entweihte annehmen und ihn für das Medaillon Zenebs des Entweihten besiegen. Nun wechseln wir in die Elon-Flusslande zur Wegmarke Olishars Oasenlager und können dann hier im Osten die flüsternden Grotten betreten. Geht hier immer nach Norden und öffnet dann anschließend die Tür hinter dem Wasserfall, um das Korsarenlager zu betreten und aus der gestohlenen Truhe den Brief Sohakans zurückzuholen. Jetzt müsst ihr nur noch in den sandgepeitschten Inseln am Versuchsobjekt Meta-Event teilnehmen. Für das Pre-Event haltet durch, bis die Lasermatrix keine Notenergie mehr hat. Im westlichen Komplex der Inquestureinrichtung müsst ihr 7 Minuten lang Inquesturwellen abwehren oder alternativ 50 von diesen Wellen besiegen. Hier bekommt ihr dann am Ende das Armband Nakis. Verfolgt nun das Meta-Event, das heißt betretet die Kammer, die sich öffnet und besiegt die zwei Versuchsobjekte, die sich euch entgegenstellen. Dafür gibt es dann den Eumakan-Bogen der Heftigkeit. Nun geht ein letztes Mal zurück zur Wegmarke Atolma und gebt Efi diesen Bogen. Dadurch bekommt ihr den letzten Gegenstand Schatten und Sonne und dadurch schließt ihr auch die Sammlung ab und bekommt zudem eure 32-Platztasche, das verstärkte Eumakan-Bandelier. Den Eumakan-Bogen der Heftigkeit könnt ihr außerdem mit einem Schwarzlöwen-Wiederverwertungskit für Ektoplasmakugeln und dem teuren Siegel der Heftigkeit zusätzlich auseinandernehmen. Damit wären wir dann schon am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, Leute! Macht's gut!